KinoCast. Kannst loslegen. Danke. Hallo und herzlich willkommen zum neuen KinoCast, zur neuen Episode des KinoCast. Und ja, vielleicht haben es die geschätzten Hörerinnen und Hörer mitbekommen. Der nächste James Bond wird weiblich sein. Hallo Kate. Hallo. Geschüttelt, und nicht gerührt. Das passende Bond-Girl, der passende Bond-Man an ihrer Seite. Hallo Chris. Ich bin extrem verwirrt. Es geht um Bond mit Anna de Armas und es geht um Schütteln. So, da sind wir wieder voll im Thema drin hier. Hallo Niveau. Meine Wenigkeit ist Erik. Ja, wir müssen hier ein paar Leiterstufen nach unten steigen erstmal. Und ja, willkommen zum KinoCast. Wir haben natürlich wieder eine Sneak Preview gesehen in der vergangenen Woche, denn die Kinos haben nicht nur für James Bond offen, wo man übrigens keine Karten bekommt, wenn man halbwegs Plätze haben will, wo man ja sich nicht mit irgendeiner globalen Pandemie ansteckt oder nicht mehrere Wochen im Voraus reserviert. Also wer da spontan gehen möchte, hat schlechte Karten, was ich merken musste. Aber in der Sneak Preview ist alles entspannt und da hatten wir den Film, der auch getippt wurde. Von wem eigentlich? Ach, von mir. Es ist nur eine Phase, Hase. Ich so ein Schmuck manchmal. Es ist nur eine Phase, Hase, nach dem Buch von Florian Gallenberger. War das nicht auch der dieses Buch geschrieben hat, hier Generation Golf oder so? Ich weiß gar nicht. Mit Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle und Christiane Paul in der zweiten Hauptrolle. Jürgen Vogel in einer Nebenrolle und die beiden, Christoph Maria Herbst und Christiane Paul, die heißen, oh, das ist jetzt verwirrend, weil er heißt Paul und sie heißt ja Christiane Paul, also Paul und Emilia heißen die im Film und die beiden sind so, würde man sagen, in den 40ern oder so und haben eine Familie, drei Kinder. Und ja, irgendwie sind so Sachen eingerissen mittlerweile in der Beziehung, haben sich so eingeschleppt. Also ist jetzt alles nicht mehr so wahnsinnig perfekt, wie es mal war. Und beide kommen irgendwie so ein bisschen in ihre Midlife-Crisis, die sich unterschiedlich darstellt bei den beiden. Bei ihm ist es dann so, dass er mehr irgendwie mit seinen Freunden da abhängt und irgendwie, er ist Schriftsteller und ist auch so ein bisschen in einer Schaffenskrise. Er findet nicht so die richtigen Inspiration für seine Bücher und ja, ich weiß auch nicht. Dann sind sie auf einer Geburtstagsfeier dann noch von einer Freundin und da, ja, da sagen sie sich dann mal alles so, was so, und da spielen sie noch Charade und was war da noch. Und sie lernt bei irgendeinem Kurs, lernt sie noch so einen Typen kennen, einen Spanier, nehme ich mal an, oder so. So einen heißen Spanier, in den sie sich so ein bisschen verknallt und mit dem sie dann eine Affäre hat. Und ja, er oder sie trennen sich dann noch erstmal so auf Probe. Und ihr merkt schon, wenn ich das jetzt zusammenfasse, irgendwie komme ich so ein bisschen ins Schwimmen, weil ich merke dann auch, die Story war ganz schön verwirrend hier. Weiß nicht, Chris, was fehlt noch? Da fehlt doch noch einiges irgendwie. Also seine Freunde versuchen ihn dann noch ein bisschen aufzufangen, ne? Nehmen ja, und seine Familie halt mit seinen unterschiedlichen Kids. Ach genau, die Kids, die sind natürlich auch nicht erfreut, dass sich die Eltern dann trennen wollen oder überhaupt erstmal diese Trennung auf Probe machen. Er zieht dann in so irgendeine kleine Einzimmerwohnung und lernt dann auch auf so einem Elternabend die eine Lehrerin von die ein riesen Fan von ihm ist. Ja, ja, von dem Buch, was er irgendwie vor Jahren mal geschrieben hat. Ich weiß auch nicht. Ein wilder Mischmasch, der da zusammenkommt und boah, ich weiß gar nicht so richtig. Ja, es ist halt eine nette Komödie, die halt von einer Familie erzählt, wo eigentlich nach außen hin heile Welt sein sollte oder eigentlich auch vorgegaukelt wird, aber im Endeffekt nicht ist. Und was ich da allerdings ganz cool fand, ist einfach die Kindercharaktere wirklich, also weil die aus ganz arg verschiedenen Bereichen einfach kamen. Also die älteste Tochter mit quasi kahlgeschoren und total immer auf euer scheiß System und total anti, ich bin nicht gegen euch, ich bin gegen alles, so nach dem Motto. Ich bin nicht anti ihr, ich bin anti alles. Wo dann allerdings auch
später noch wirklich das Kind rauskommt, weil sie dann doch nicht so tough sein muss und die Hülle da oder auf jeden Fall diesen allerdings auch fallen lässt, einfach diesen Aufzug, den sie sich da aufgebaut hat. Dann die beiden anderen Kids, die halt, ja, die eine kurz vor der Pubertät, der andere einfach erkundet noch die Welt. Und diese ganzen Situationen mit dann, wo du auch dir anschaust und die Familie anschaust und denkst, okay, an wem liegt's jetzt? Liegt's wirklich an ihr, weil sie einen Scheiß baut, oder liegt's an ihm, weil er alles so mehr oder weniger für selbstverständlich hinnimmt und so zu einem typischen Allmann mutiert? Also so ein Vorzeige-Allmann, der Hensi eit Kehrwoch schon gemacht und das Trepphaus putzt. So einer. Also, und das fand ich eigentlich ganz gut dargestellt, noch ganz gut eingefangen. Ja, letzten Endes haben sich halt die Wege von beiden irgendwie so ein bisschen voneinander entfernt und das merken sie halt an einem bestimmten Punkt und sagen halt, okay, jetzt guckt das mal jeder selber. Ja, aber das haben sie, denke ich, gemacht, weil sie auch nicht mehr, beide in dem Fall dann irgendwo nicht mehr bereit waren, in die Beziehung was zu investieren, sondern einfach dieses, ja, es wird schon irgendwie laufen. Und das ist halt tödlich für alles. Also wenn du immer wieder denkst, okay, es wird schon irgendwie laufen, ja, es wird schon, ja, die soll sich mal nicht so ausstellen oder der soll mal hier nicht so rumhauen, dann funktioniert das nicht. Das ist auf kurz oder lang geht es granatenmäßig schief. Ja, meine Meinung. Ja, nee, das stimmt ja. Also man muss ja schon irgendwie ein bisschen was auch investieren immer, damit das alles so am Laufen bleibt. Man hat es ja dann gesehen bei Jürgen Vogel, bei diesem Nebencharakter, der immer irgendwelche jungen Mädels da abgeschleppt hat, die völlig Banane, also die ja immer eher irgendwelche Instagram-Sachen gemacht haben und sowas, also die überhaupt nicht irgendwie altersmäßig auch irgendwie zu ihm gepasst haben und womit er halt einfach gut klarkam. Und ja, aber ansonsten, ja, ich weiß nicht, ich finde, in der Nachbetrachtung fand ich den Film nicht so gut, wie ich ihn jetzt in der Sneak gefunden habe. Vielleicht lag es auch an dem starken Kontrast zu dem der Woche vorher, zu dem Film, den wir da hatten. die Kinder waren großartig. Also vor allem die eine, diese Altkluge, die eigentlich mehr Wissen und Weisheit hatte als alle anderen zusammen. Und ja, irgendwie die. Ja, aber guck, und deswegen sage ich, ja, vielleicht der Film, vielleicht nicht der Oberbrüller, aber ich fand es streckenweise schon relativ realistisch dargestellt einfach. War halt von ZDF produziert aus, irgendwas, so ein ZDF-Film, der dann auch gut im ZDF-Programm irgendwie laufen kann. Und was mir noch, ja, nicht so gefallen hat, das kann ich leider nicht verraten, das wäre ein bisschen gespoilert und wollen wir niemandem den Spaß nehmen an dem Film. Vielleicht sage ich es mal hinterher, wenn ich noch dran denke, nach der Aufnahme. Kate, was du jetzt so gehört hast von dem Film, es ist nur eine Phase, Hase, hat dir das Lust gemacht, den zu sehen? Nö. Nö. Eher nicht. Toll. Ja, nein, also, ich weiß nicht, das ist irgendwie so eine, wie er das jetzt zusammengefasst hat, das ist irgendwie so eine Geschichte, die ich auf dem Pappendeckel erzählt. Und da frage ich mich dann immer, warum muss man da draußen einen Film machen? Aber, ja. Vielleicht, wenn er mal auf Sky kommt oder so. Hätte durchaus witziger sein können, fand ich. Irgendwie. Ja. Gerade mit den Darstellern. Aber ist natürlich auch eine tragische Geschichte. Also jetzt nicht, dass man das jetzt so als Komödie aufblasen könnte, weil sonst hätte man es aus der Sicht von Jürgen Vogel vielleicht machen müssen, weil der hatte ziemlich viel Spaß noch in seinem Leben. Der hatte kaum irgendwie irgendwelche dieben Sachen, die er da von sich gegeben hat. Aber die zwei stehen halt wirklich am Rand einer Trennung nach vielen Jahren, die sie zusammen waren. Und das ist halt einfach, hat jetzt nicht so viel Komödienpotenzial. Da sind halt zwar witzige Szenen drin, aber letzten Endes ist halt dieses Damoklesschwert der möglichen Trennung steht halt immer die ganze Zeit im Raum. Und deswegen ist halt echt schwierig, der Film. Aber insgesamt gut dargestellt. Eine Dramedy einfach. Hm. Ja. Und deswegen. Definitiv, ja. Oh ja, da sind wir jetzt, glaube ich, schon durch hier zu Es ist nur eine Hase. Und können mal zu den Sneak-Tipps kommen. Ich bin gerade verwirrt, es kam gerade eine Nachricht rein, deswegen gebe ich mal an Chris zu den Sneak-Tipps. Ja, vielen Dank, ich bin auch kurz verwirrt. Oder soll ich es machen? Ich habe es vor mir, oder hast du es? Ich habe es nämlich. Okay. Der Tipp für die Sneak 1081 am Montag, 11. Oktober 2021, heißt Fürs Leben was gelernt. Mhm. Sind da schon irgendwelche Hinweise eingegangen? Ja, das sind eingegangen. James Bond. Ja.
Und ein Erik hat getippt, sie waren mal Stars. Könnte ja passen, ne? So. Und ich habe, glaube ich, auch noch Contra getippt. Und Contra, ja. Ja. Weil, ja, bei Contra fürs Leben was gelernt, das waren, glaube ich, die immer gegen alles waren. Und dann neuer Film von Sönke Wortmann, auch wieder mit Christoph Maria Herbst, ne? Genau. Ah. Sagen okay. Die ganz nett aus, der Trailer. Könnte ein besserer Film sein mit Christoph Maria Herbst. Christoph Maria. Maria. Christoph Maria Herbst. Dann, ja, mal gucken, was so anläuft im Kino. Kinocharts und Neustarts. Den Charts hier in Innenstadtkinos in Stuttgart. Platz 5 ist Schachnovelle. Wer noch nicht genug hat. Ein Tempo vorher, hey. Wer noch nicht genug hat von, wie ist das? Queen's Gambit, kann da mal reingucken. Dann Platz 4 ist Die Schule der magischen Tiere. Das hat nichts mit Harry Potter zu tun, habe ich mir sagen lassen. Ja, ich dachte, es gab doch irgendwie Fantastic Beasts oder sowas. Ne? Oder wie ist das? Fantastische Tierwesen. Ja. Aber kann es Kate vielleicht erläutern? Was hat die Schule der magischen Tiere mit den fantastischen Tierwesen zu tun? Nix. Ist das eine deutsche Kopie? Keine Ahnung, ich habe davon noch nie gehört. Ich muss das gleich mal googeln. Mach das mal. Auf dem nächsten Platz Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee. Und dann auf dem nächsten Platz, also Platz 2, Dune. Den wollte ich aussehen, aber... Ja. Platz 1 ist James Bond natürlich. Keine Zeit zu sterben, alles ausgebucht. Bisschen überraschend. Jetzt gucke ich mal, wenn ich heute Lust hätte reinzugehen. 20 Uhr im Gloria. Ach nee, 2D Atmos, wenn schon, denn schon. 2D Atmos ist 20.15 Uhr. So. Übrigens, Kinoheld verwendet Cookies. Ah, da wären sogar noch ein paar Plätze frei. Aber auch schon hinten, Mitte alles besetzt. Hier auch die coolen Sitze, alle besetzt. Ja, bei so einem langen Film wollte ich, wenn schon, denn schon, die sehr bequemen Sitze haben. Aber ja, wird wohl wieder nichts. Naja. Und was läuft denn noch so an? Jetzt gucken wir doch mal in dieser Woche. Wer nimmt es mit? Aha. Was, wer nimmt das mit? Ja, ich bin nur verwirrt, weil jetzt bei den Neustarts steht drin, Die Schule der magischen Tiere, da gab es wahrscheinlich eine Preview, die sehr erfolgreich war hier in Stuttgart, deswegen ist er da schon drin in den Charts, schätze ich mal. Ich habe das auch gerade gesehen. Ich habe mittlerweile herausgefunden, um was es da geht. Ja? Da geht es darum, dass ein junges Mädchen umzieht und an eine neue Schule kommt und lass mich an raten, der Schule wird ihr dann erzählt... Die Schule heißt Wockhardt. Nein. Und an dieser Schule wird ihr dann erklärt, dass jeder Schüler einen magischen Begleiter bekommt, ein Tier. Und sie muss sich dann für ein Tier entscheiden. Du Tier! Und, die erleben dann Abenteuer. Aber sie nimmt keine Eule. Irgendwie so. Nee, ich glaube, also hier steht, zu den neuen Freunden zählen ein Fuchs und eine Schildkröte. Okay. Naja. Klingt ganz nett. Ist eine Buchvorlage. Finde ich immer schwierig, wenn Kindern gezeigt wird, dass man mit Füchsen, das ist gefährlich, die haben Tollwut und so, wenn die sich Kindern nähern. Was läuft denn noch? Die haben Tollwut. Ja, oder den Fuchs. Boss Baby 2, aber ich dachte, den gibt's schon. Boss Baby 2, Schluss mit Kindergarten. Ich dachte echt, den gibt's schon. Okay, nee, es gibt eine Serie, okay. die sich seit Ewigkeiten zieht hier auf Disney. Junior oder wie? Startet tatsächlich, 14.10. Also Boss Baby hatten wir damals in der Sneak den ersten, jetzt kommt der zweite. The Boss Baby 2 in der Fortsetzung des Animationsfilms Boss Baby erlebt Tim ein neues Abenteuer mit dem geschäftssüchtigen Baby, das von Alec Baldwin gesprochen wird. Hatten wir den das Sneak? Ich kann mich nur erinnern, dass du den gesehen hattest, das weiß ich. Warte mal, jetzt gucke ich mal kurz. Ich weiß nicht mehr, ob Sneak oder was. Ich glaube, irgendwann habe ich ihn gesehen, auf jeden Fall. Nee, da war ich so im Kino, ich krieg's nicht mehr zusammen. Hier bei 467 Boss Baby. Tatsächlich. Ah, nee. Doch Sneak? Nee. Warte mal, hä? Wir reden zwar drüber, aber. Ich weiß nicht. Irgendwie hatten wir den mal. Und gucken, was noch so anläuft. Das ist Ice Road. Den hattest du. Die Ice Road. Das Sneak Preview. Ich glaube, Kate war auch mit. Mit Liam Neeson, der als Trucker da Richtung. Was ist das? Nebraska oder. Die Ice Road. Alaska. Genau. Dann, es ist nur eine Phase, Hase. Den hatten wir in der Sneak, haben wir schon besprochen.
The Last Duel, das letzte Duell, ist eine Buchverfilmung mit, ja, mit hier mit dem, wie heißt der, der zuletzt in Star Wars mitgespielt hatte. Und von, Alter. Mal kurz, ich muss mal kurz ein bisschen mehr, aber hier also, gibt es. Es spielt mit Adam Driver, das ist der, wo der, letztens genau, in Star Wars mitgespielt der, hat. Star Wars. Matt Damon. Regie Ridley Scott. Und auch Ben Affleck. Regie Ridley Scott übrigens. Und da gab es auch diverse Previews und das soll ziemlich gut sein. Was haben wir noch hier? Supernova mit Colin Firth und Stanley Tucci als schwules Paar, dessen Leben von Demenz umgekrempelt wird. Resistance mit Jesse Eisenberg. Fly hast du übersprungen. Echt? Fly. Ja, Drama über eine Frau, die auf die schiefe Bahn gerät. Im Tanz findet sie eine Möglichkeit, zurück ins Leben zu finden. Allerdings nicht ganz ohne Komplikationen. Oh, okay. Also Resistance noch mit Jesse Eisenberg und Matthias Schweighöfer. Spielt Jesse Eisenberg den Pantomim Marcel Marceau, der sich 1942 der Resistance angeschlossen hat in Frankreich. Ed Harris ist auch noch mit dabei. So viele Filme, die ich lieber gesehen hätte als den Titan. Auf alles, was uns glücklich macht. Jahrzehnte unspannendes Drama über die Freundschaft, Liebe und persönliche Schicksalsschläge von vier Kindheitsfreunden aus Italien. Schicksalsschläge. Oh. Sie waren mal Stars. Den habe ich ja getippt. Einmal Star und zurück. War's Pech, war's Glück. Genau. Die Massiven. Oh, haben auch lange nichts mehr gemacht. Mein Musikwunsch ändern hier. Die Massiven, die haben lange nichts mehr gemacht, oder? Hier, was ist da los? Sie waren mal Stars. Da geht es um zwei, die mal in einer YouTube-Serie Kreuz Köln Cops gespielt haben und die sehr erfolgreich war, aber die glorreichen Tage sind lange vorbei. Auf dem Filmfest in Schwerin, wer kennt es nicht, da wollen sie wieder zu ihren schauspielerischen Erfolgen anknüpfen. Sie haben zwei Tage Zeit, um einen 5-minütigen Kurzfilm zu drehen, aber bei diesem Comeback-Projekt geht alles schief, was nur schief gehen kann. Klingt spannend, würde ich echt gern sehen. Hoffen wir, dass der morgen kommt. Ja, tipp ihn doch. Hab ich doch. Ach so, okay. Dann ist ja gut. Moonrock für Monday. Australischer Jugendfilm über die unheilbare Monday, die hofft, am Uluru geheilt zu werden. Das ist, glaube ich, da dieser Berg, ne, dieser Heilige. Gemeinsam mit einem Jungen trampt sie dorthin. Und das ist ein australischer Film? Ja. Zimmer 212 in einer magischen Nacht, ein Trennungsdrama, in dem die Frau ins Hotel gegenüber der gemeinsamen Wohnung zieht. Chiara Mastroianni wurde in Cannes dafür ausgezeichnet. Ist das die Tochter von Marcello? Interessant, okay. Ja, ich glaube, das war es dann auch erstmal mit den Neustarts. Ich glaube, James Bond verbraucht immer noch so viele Säle, dass da nicht so viel anderes laufen wird, schätze ich mal. Aber wir können schon mal einen kleinen Blick reinwerfen, was demnächst noch so anläuft, nämlich mit einem neuen Trailer. Neue Filmtrailer. Und zwar gibt es jetzt hier, nachdem ja Konstantin Film Monster Hunter adaptiert hatte letztens, der zumindest bei meinen Kollegen jetzt nicht so gut angekommen war. Ich fand ihn ja ganz okay. Und eine der bekanntesten Reihen von Konstantin, eine der erfolgreichsten Reihen auch, wo ich mich echt auch freue, dass das so ein Erfolg ist, weil das spült Geld in die Kassen der deutschen Filmproduktion, die dann auch wiederum für andere Projekte mit genutzt werden können, ist Resident Evil die Reihe. Ich weiß gar nicht, wie viele Filme es da mittlerweile gibt, aber es war ja wahnsinnig erfolgreich, insbesondere auch in Asien. Das Problem ist nur, dass die halt von Film zu Film schlechter werden. Also ja, der erste und der zweite waren doch noch einigermaßen gut, aber die letzten, die kannst du nicht mehr angucken. Ich hatte vor einiger Zeit mal einen Podcast gehört, da haben zwei, die die Filmreihe sehr, sehr lieben und innig kennen, über den ganzen Backkatalog geredet, also über das Ganze, über alles, über alle Filme und alles Spiele und sowas. Und die haben da Sachen rausgearbeitet, die mir gar nicht so bewusst waren. Also ich sag mal so, selbst in den späteren Filmen gibt es wohl Sachen, die richtig cool sind. Und ich meine, war das nicht einer der ersten deutschen Filme, die auch in 3D damals? Weiß gar nicht, also ist schon einiges möglich. Auf jeden Fall gibt es ja jetzt einen Reboot, der heißt im Originaltitel Resident Evil Welcome to Raccoon City. Und klingt ganz spannend, weil es sind natürlich auch völlig neue
Leute dabei, neue Regie ist an Bord. Johannes Roberts, der hat zum Beispiel 47 Meters Down gemacht, diesen Hai-Film, den ich ganz cool fand. Dann spielt der Hauptrolle Kaya Scodelario. Die hat zum Beispiel bei Maze Runner mitgespielt und bei Crawl, den ich auch ziemlich cool fand, diesen Krokodilfilm da. Da sind viele dabei, es sind einige noch aus Robbie Amell ist dabei, den könnt ihr mal kennen. Der hat, glaube ich, war das bei Arrow oder bei. Ach nee, das war Stephen Amell bei Arrow, das ist sein Bruder, ne? Ja, aber den kenne ich auch irgendwo. Bei The Flash hat er, glaube ich, mal mitgespielt, eine Nebenrolle. Und, ja. Tom Hopper kennt man auch aus Umbrella Academy. Ah, stimmt. Ja, und hier ist auch wieder ein Umbrella enthalten bei Resident Evil, die Umbrella Corporation. Ah. Ja, dann Hannah John Kamen, die hat mitgespielt bei Ant-Man and the Wasp und bei Ready Player One und so weiter. Also die Besetzung, die passt schon mal, ne? Und wenn sie hier das nochmal ein bisschen neu anfassen, du hast es selber erwähnt, so die letzten Filme, die waren dann doch ein bisschen ausgelutscht, immer dasselbe. Und ich bin da gespannt drauf. Der Trailer ist schon mal ganz okay, ich bin jetzt nicht total gehypt, dass ich sage, oh, den muss ich sehen oder so. Aber ich finde es ganz okay, wie die Stimmung mal so transportiert wird und die Art und Weise, wie es gedreht ist. Das ist, fühlt sich ein bisschen neu an, ein bisschen frisch an und ich würde das schon gern sehen. Vielleicht auch gerne das Sneak Preview, mal gucken. Ich verlinke mal den Trailer mit und dann schauen wir mal. Vielleicht kommt das ja. Was meint ihr so? Lust drauf? Ja, nein? Geht so. Ganz ehrlich? Nach Monster Hunter nicht, ja, oder? Wenn man schon so anfängt, ne? Ganz ehrlich? Ich sag's dir, wie es ist, Bro. Nein, das ist... Ja, genau. Nein, ich habe mehr oder weniger das Gefühl, denen gehen immer mehr die Ideen aus. Und jetzt probiert man es halt da nochmal irgendwie mit einem Reboot oder mit einem Umboot oder was weiß ich was. Und spielt ja quasi in 98. Das heißt, müsst ihr ja ungefähr so in der Nähe des ersten Spiels spielen. Ja, ich weiß nicht. Ach komm. Sagen wir so, ich bin nicht überzeugt. Ich werde ziemlich sicher nicht proaktiv ins Kino dafür gehen. Sollte er denn dann mal on demand irgendwo sein, dann würde ich sagen, ja, den kann man mal. Aber er lockt mich jetzt proaktiv nicht ins Kino. Okay. Na du. Also haben wir ein naja und zwei eher nicht so. Und dann schauen wir mal. vielleicht kommt er in das Sneak und überrascht uns alle, weil er richtig gut ist. Wie damals das Remake von Texas Kettensägenmassaker, das war ja auch echt gut. Das lief ja auch in das Sneak, ey. Boah, das war Hammer. Okay, dann mal lieber zu den Serien. Serien. Und ich glaube, bevor wir über das Ted Lasso-Finale reden, wo wir einen Spoiler-Tag brauchen, möchte ich mal kurz über Squid Game, der hat ja die Kate schon mal vorgestellt. Und ich habe es komplett geguckt jetzt mittlerweile. Und ey, das ist wirklich eine der besten Serien seit Langem auf Netflix. Ich hätte es nicht gedacht. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig bei solchen Sachen, die so extrem gehypt werden, die wirklich von überall dann plötzlich reingespült werden, weil ich bin auch einer, Haus des Geldes wurde bei mir auch so sehr gehypt und ich konnte damit nichts anfangen und so. Deswegen, ich weiß, ihr guckt das gerne und so. Ich habe auch irgendwie bis in die zweite Staffel reingeschaut und bin damit nicht so richtig warm geworden und es hat mir überhaupt nicht wehgetan, das dann aufzuhören. Und aber Squid Game, das ist wirklich für Leute, die auch so ein bisschen mit diesen koreanischen Filmen was anfangen können, wie The Host oder Parasite oder auch diesen Train to Busan oder sowas. Diese ganze Art und Weise, dieses ungewöhnlich abgefahrene koreanische Kino, wo die Personen anders agieren, als man es aus tausenden amerikanischen Filmen oder deutschen Filmen kennt, wo kuriose Architektur, seltsame Mythen und sowas mit reinspielen. Es ist einfach der absolute Hammer, Squid Game. Also Squid Game darauf zu reduzieren, dass es ein Battle-Royale-Spiel ist, ist ein bisschen zu simpel gegriffen, denn es geht hier wirklich mehr um die Personen, wie die interagieren, was sie für einen Hintergrund haben, dann was die für Bande knüpfen untereinander und speziell dann die Spiele,
die sind jetzt nicht so fies wie bei Saw oder so, wo jetzt wirklich so alles 100% gegen die Spieler ist, ja, irgendwie so, wenn einer überlebt, dann ist es richtig Glück, sondern hier gibt es eigentlich immer so eine faire Chance, die es gibt, und manchmal ist die Chance halt 50-50, das heißt, wenn sich irgendwo zwei Gruppen gebildet haben, die gegeneinander spielen, dann weiß man genau, also eine von den Gruppen wird halt komplett gar nicht überleben, und irgendwie ist in jeder Gruppe jemand drin, wo man sagt, ah, dem würde ich es jetzt eigentlich gönnen, dass er überlebt, von dem will ich noch mehr wissen oder von der. Und die, wie das aufgebaut ist, auch bis zum Finale hin, und dieses What the fuck, was dann noch so passiert, und diese ganze Meme-Konter. Ja, du willst was sagen? Du holst schon die ganze Zeit Luft, schieß los. Ja, ich frage mich nur, ob du hinterher, was nämlich die Serie für in meinen Augen noch so viel besser gemacht hat, ob du hinterher auch diesen Artikel reingespült bekommen hast, welche versteckten Hinweise es die ganze Zeit in der kompletten Serie gab, wo du das dann durchliest und denkst so, scheiße, stimmt. Kannst du ja mal und mit das verlinken. Noch, da. Ich schick's dir mal und dann kannst du es mit rein. Das war so krass. Ich habe das gelesen und dachte so, oh mein Gott, die haben so recht. Die haben so recht. Und das hat die Serie nochmal in meinem Ansehen nochmal locker 2 bis 5 Stufen hochgestiegen. Also, dass es die beste Netflix-Serie der Welt ist, möchte ich so nicht unterschreiben. Sie ist eine von den verdammt guten. Habe ich nicht gesagt. Aber sie ist auf jeden Fall unter meinen Top 5 Netflix-Serien gelandet und hat irgendeine andere rausgekickt. Aber dieser Artikel, den ich dann am Ende der Serie gelesen habe, wo ich mir gedacht habe, boah, krass. Ich suche ihn mal raus und schicke ihn dir. Weil das wird dir nochmal so einen richtigen Mindblow geben, glaube ich. Okay. Ja, also absolut empfehlenswert. Chris, ich möchte die auch mal empfehlen, weil ich glaube... Ja, ich habe schon angefangen damit. Ja? Deswegen höre ich halb weg, was ihr erzählt. Achso, nee, wir spoilern ja nichts, keine Angst. Die ist am Anfang, glaube ich, ein bisschen sperrig. Man muss so ein bisschen reinkommen, und wenn man dann einmal drin ist und dann hat das so ein Suchtpotenzial, dann will man einfach wissen... Ich hänge halt gerade noch an Sex Education. Achso, ja. Das versucht das alles unter einen Hut. Ist ja durchaus vergleichbar, die Serien da. also Squid Game, absolute Empfehlung, und kleiner Spoiler, wir nehmen nächste Woche Fortsetzung folgt auf, da werde ich 10 Punkte geben, mal gucken, was die anderen so davon halten, ich bin sehr gespannt, da wahrscheinlich muss ich die... Nur geben. 10 von 100 ist nicht so also viel. Für mich war das wirklich die Serie diesen Jahres auf jeden Fall bei Netflix und hat bei mir voll... Am Anfang nicht sofort gezündet. Es hat, glaube ich, so ein, zwei Episoden gebraucht, bis ich dann so richtig drin war in dem Thema. Ist halt auch, wie bei Parasite ging es mir auch so. Da war ich auch noch nicht gleich von Anfang an, aber mich überrascht halt immer auch, mit wie viel Hingabe teilweise Szenen gefilmt werden. Da wird sich so genau überlegt, wie man das Bild ja komponiert, wer da wo sitzt und wo das Licht herkommt und so. Während häufig bei manchen Netflix-Serien mittlerweile ist alles so ein bisschen hingeschludert ist, gefühlt. Also, weil es so schnell produziert werden muss irgendwie. Und hier, es war einfach Wahnsinn. Also Squid Game von mir eine absolute Empfehlung auf Netflix. Wer Netflix hat, dem wird das eh schon mal angezeigt worden sein. So nach dem Motto, hier, das ist Platz 1 in deiner Region oder irgendwas. Dann guckt euch das auf jeden Fall an. Und jetzt hau ich mal, oder ist das What If, ist das noch aktuell hier oder... Ja, da kam jetzt, ja, das ist aktuell. Kannst du spoilerfrei was oder soll ich einen Spoiler-Tag rein? Okay, schieß los. Ich habe letzte Woche versehentlich gesagt, dass es die letzte Folge war. Es kam tatsächlich jetzt doch noch eine Folge. Ich möchte mich an dieser Stelle dafür nicht entschuldigen, weil das können alle nur machen. Ich möchte da um Verzeihung bitten, dass mir dieser Lapsus unterlaufen ist. Ich die war tausenden, so geflasht vom Finale. Tausenden Kommentare, die wir bekommen haben. Ja, und der so Hate Speech, der ganze Shitstorm und alles. Und ich weiß gar nicht alles, wer jetzt mit meiner Mutter schon geschlafen hat, aber das ist okay. ich nenne euch damit liebevoll Papa oder Bruder. Ja. Nein. es gab tatsächlich nochmal eine Folge. Und ja, ist krass, aber ich muss sagen, die vorletzte fand ich dann im Endeffekt doch besser. Wie jetzt das große Finale, das zwar sehr cool war und die Türe fürs Multiversum also durchtritt, sagen wir so, das ist jetzt offen. Deswegen würde es sich das bestimmt auch lohnen, sich das vor den Filmen, die jetzt hier noch mehr weiter verstärkt kommen, nochmal reinzugucken.
Ich fand aber trotzdem die vorletzte Folge stärker wie die letzte. Trotz allem eine Serie, die man als Marvel-Fan schauen sollte. Und da gewöhnt man sich auch an den Comic-Stil. Also ich fand's cool. Deswegen What If auf jeden Fall anschauen, Erik. Na, okay, vielleicht mache ich das mal. Mit persönlicher Ansprache hier. Mehr geht nicht, du. Ich habe noch eine andere Serie geguckt, deswegen, da war ich jetzt erstmal drin. Die habe ich auch komplett gesehen. Kevin Can F Himself. Sagt euch das was? Gibt's auf Amazon Prime. Sehr empfehlenswert. Es ist nicht das, was ihr denkt. Sieht nämlich am Anfang wie eine Sitcom aus. Ich will mal nicht mehr drüber sagen, weil da reden wir auch in der nächsten Fortsetzung folgt drüber. Sieht aus wie eine Sitcom, ist aber nicht, sondern es geht darum, was passiert eigentlich dann, wenn das Licht aus ist von der Sitcom. Wie sieht es mit der Familie tatsächlich aus? Ja, was haben die so für Probleme und alles, wenn nicht alles nice and shiny ist und so. Sehr empfehlenswert. Kevin Can F Himself. Okay, und jetzt kommen wir mal zu Ted Lasso hier. Da brauche ich erstmal einen Spoiler-Tag, den ich jetzt gerade nicht finde. Ach, hier so. Achtung, Spoilerwarnung. Ted Lasso, die Staffel 2 ist jetzt zu Ende gegangen. Die, ja, mehr oder weniger Fußballserie auf Apple TV Plus. Bin ganz froh, dass sie vorbei ist, aus einem Grund. Weil Apple TV Plus ist irgendwie das Einzige, was ich dort geguckt habe, war Ted Lasso und ich musste immer suchen, wo die App eigentlich ist bei mir. jetzt kann ich mich wieder auf die anderen Streaming-Dienste fokussieren, bis das hier weitergeht bei Ted Lasso. Wie geht's euch da? nicht so. Weil es auf dem Sky Q-Receiver nicht drauf, da die App ist irgendwie doof. Ja. Naja. Nee, aber Spaß beiseite. Also Ted Lasso, geniale Serie mit einem leicht, ich fand, ein etwas unstimmiges Ende. Stelle ich jetzt hier mal zur Diskussion, weil, ich begründe es auch gleich, die letzten Szenen der letzten Folge wirkten sehr gehackstückelt, um es mal vorsichtig zu sagen. Die wirkten wie Versatzstücke, wo sie versucht haben, wo sie wahrscheinlich diverse Szenen gedreht haben. Vielleicht eine Variante, wo sie sagen, okay, sie steigen nicht auf und die Serie endet, weil sie nicht wussten, ob sie verlängert werden. Und dann haben sie doch den Preis bekommen für die beste Comedy und dann haben sie sich überlegt, na, dann machen wir doch noch was anderes oder so. Und irgendwie wirkte für mich gerade das Ende irgendwie nicht serientypisch für diese Serie stimmig. Das stimmt. Aber trotzdem war es gut. Es war auf seine Weise gut, definitiv. Und es bleibt doch in Erinnerung. Und man will jetzt wissen, auch wie es weitergeht. Das hat alles erreicht, was es wollte. Aber es wirkte sehr seltsam. Sehr weird irgendwie. Also ja, aber das fand ich komplett richtig, weil die ganze Situation sich auch so entwickelt hat, dass alles sehr seltsam und sehr weird wird. Und zwar komplett. Also von den Freundschaften, die einfach in Bruch gegangen sind, bis zu Partnerschaften, die völlig auf der Kippe stehen und was weiß ich was alles. Deswegen, das fand ich eigentlich auch wieder mal ein absolutes Meisterwerk, dann da auch zu sagen, okay, dann machen wir genau die Serie ganz genau so und stückeln die quasi das Ende auch nochmal so raus, wie es halt eben dann bei denen ist. Und wenn ich da an Trent Grimm denke an eigentlich alles. Ja. einfach genial. Also man saß jetzt wieder dran, hat die Folge angeschaut, hatte im einen Moment Tränen in den Augen und im nächsten Moment wieder schallend zu lachen, um dann wieder zu Tode trüb zu sein. So hart mit Emotionen zu spielen und das aber auch so perfekt hinzukriegen, das schaffen nicht viele. Und deswegen finde ich das durchaus ansprechendes Ende, weil eben genau das Ziel vielleicht auch war, dass es eh schon, wenn es gestückelt ist, dass es halt auch gestückelt dargestellt werden soll. Vielleicht ist es auch eine Art Vorschau, so ein Mini, also ohne dass es so gesagt wird, aber eine kleine Art Vorschau auf die nächste Staffel, worauf wir uns bereit machen müssen, was vielleicht dann nochmal detaillierter geklärt werden wird, weil es gibt ja Zeitsprünge in den letzten Szenen. Und vielleicht werden die einfach dann auch nochmal ausgefüllt. Keine Ahnung. Aber was ich die letzten zwei Folgen, ich saß ständig auf dem Sofa und habe die ganze Zeit gesagt, Nate, du Arsch.
das hat mich so runtergezogen, auch dem seine Entwicklung in der zweiten Staffel, bis hin dann eben zu den letzten zwei Folgen, wo so ein richtiges Arsch wird, wo ich mir auch denke, was soll denn der Scheiß? Also, das ist so, das hat mich echt mitgenommen. Und dann diese letzte Szene war einfach die logische Konsequenz, ehrlich gesagt, aus diesen letzten Handlungen von Nate. Und deswegen, ja, ist ganz schwierig. Was mich auch richtig geärgert hat, aber was natürlich sehr gut in der Serie dargestellt wird, ist die doch sehr kritische Sichtweise der Briten auf mentale Erkrankungen. Und dass das als Schwäche ausgelegt wird, statt als Stärke darüber zu reden. Und dass es eine Schwäche ist und eigentlich ja gar keine richtige Krankheit. Und das wurde halt in den letzten Folgen so dargestellt. Aber es wurde so dargestellt, eben, dass es immer noch so Menschen gibt, die immer noch darüber so denken. Und dass er das dann eben auch bei der Pressekonferenz anspricht. Und dass die Psychotherapeutin ihn dann halt auch sagt, dass es eine Befreiung, sobald du drüber sprichst und so. Das ist, wurde schon aus der richtigen Sichtweise dargestellt, aber auf, finde ich, eine harte Weise. Und die letzten zwei Folgen haben mich so fertig gemacht. Also wirklich, wie der Christian gesagt hat, in einem Moment habe ich Tränen in den Augen und dann lache ich wieder. Und dann könnte ich wieder heulen und dann lache ich wieder. Das ist so, oh, diese Serie spielt so mit deinen Gefühlen und deinen Emotionen, das ist so hart. Dani Rojas, yeah. Dani Rojas. Zu dem Thema Mental Richard Illness. Richmond, mein Verein. Zu dem Thema Mental Illness. Also wer mit 51% für den Brexit stimmt, der sollte sich auch mal über solche Geisteskrankheiten mal informieren. Ja. Oh, Erik. Ja, ich finde es trotzdem irgendwie seltsam. Aber es macht einen guten Weg frei, jetzt wieder Premier League und so weiter, dass man sagt, okay, vielleicht tritt mein Wunsch noch in Erfüllung, dass dann doch ein paar bekannte Leute auftreten. Übrigens, Chris, für dich als Hinweis, Kevin Can F himself bei der Serie, die spielt er in Boston und die sind ziemliche Fans von der NHL und da treten ein paar Cameo-Auftritte von bekannten NHL-Stars auf, die ich jetzt nicht so kannte, aber du wirst sie bestimmt kennen. Ja, wahrscheinlich schon. Genau, da ist speziell, ich glaube, das ist noch eine 7. Folge oder so. Ja, genau. Aber hier, übrigens, Jamie Tart, ja. Ihr könnt euch an die letzte Szene erinnern im Spiel, die zu dem Elfmeter geführt hat, ja. Der war abseits. Das haben wir auch überlegt, ob er abseits war. Wenn er im richtigen Moment gestartet ist, dann nicht. Und wenn der Schiedsrichter pfeift. Der stand schon ein, zwei Meter vor dem, wo gestartet, aber ja, egal. Es ist eine amerikanische Fußballserie. Was willst du da erwarten? Ne? Ich meine. Eine britische Fußballserie, oder? Nee, ist so bestimmt von Amerika produziert, oder? Na klar, oder? Von Apple TV. Sicher? Ich glaube nicht, dass das, also wenn das wirklich, dann wären einige Sachen aber wesentlich perfekter umgesetzt. Also ansonsten hat das ein Brite gemacht, der sich überhaupt nicht mit Fußball auskennt. Das wäre der erste Brite, den ich treffe, der sich nicht mit Fußball auskennt. Gucken wir doch mal. Ich sag's, wie es ist, mir egal. Jamie Tate. Mal schauen, was es dann für Transfers gibt dann in der nächsten Saison. Und ja, wie sie dann durchstarten. Ubi Sandra bleibt ja, ne? Wie sie dann durchstarten. Wer bleibt? Na, Sam. Sam Obisanwa. Ja, Sam Obisanwa. Der hat ja den Nigerian oder so vor den Kopf gestoßen. Das war der absolute Witz. Das hat bestimmt noch ein Nachspiel, das sage ich euch. Das hat noch ein Nachspiel. Ja, aber ganz ehrlich, das finde ich so geil. Hm. Der rotzt einen runter, scheißt ihn an, macht irgendwas kaputt und sagt dann, deine Respektlosigkeit ist unfassbar. Und ich so, hä, Moment mal, wer ist jetzt hier gerade respektlos? Das ist so geil gewesen. Das ist richtig gut gemacht gewesen. Ich meine, das ist ja das, was sich jeder Fußballfan wünscht, wenn in seiner Mannschaft jemand ist, der irgendwie richtig gut ist und irgendwie so ein Junge der Stadt oder so ist und irgendwie, und dann kommt irgendeiner und wirft damit Geld und der sagt einfach nö. Also das ist ja das, was sich jeder wünscht, was leider im Profifußball nicht so ist, sondern ja, die gehen dann meistens weg, leider. Also diese Fußballromantik, ja, das war ein schöner Moment. Mal schauen, wie es weitergeht. Ted Lasso, bleibe ich auf jeden Fall am Ball. Also
bei IMDb steht Herkunftsländer United States und United Kingdom. Ja, nur die Frage, was da von wem kommt, aber naja. Wie gesagt, so richtig viel mit Fußball und so weiter, das passt immer noch nicht ganz so richtig, aber naja. Auch wenn sie dann, manchmal haben sie so Begriffe drin vom Football, so, ja, wir müssen jetzt die Defense rein. Ja, aber er war ja auch Football-Coach. Ja, genau. Ist alles gut. Aber manchmal kommt es auch von anderen, deswegen ist es manchmal ein bisschen komisch. Na gut, also Ted Lasso, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr möchtet, oder lasst uns irgendwie einen Kommentar auf Twitter oder auf der Webseite da. Und wie ihr das so fandet, natürlich spoilerfrei, nicht, dass jemand das noch nicht gesehen hat. Und ob ihr euch freut, wenn es weitergeht oder auch nicht. Und dann gehen wir doch mal rüber. Wollen wir noch, Chris, was zu Battlefield sagen? Oder dann mache ich kurz Games? Oder hast du es schon? Können wir machen, ja. Dann, ja, ich habe tatsächlich reingeguckt. Ach, hier oben ist der. Games. Battlefield 2042 oder 2042 gibt es jetzt eine Open Beta über dieses Wochenende bei, also ist komisch, man kann sich das bei Steam runterladen, muss es aber dann über die Origin sich anmelden und dann startet die EA Desktop App irgendwie, also Halleluja, also da, die Querdenker werden ja sehr erfreut, was man hier alles machen muss. Also, die werden überfordert da damit, um Gottes Willen. Aber du hast es anscheinend auch hingekriegt und nachdem ich bei den Rocket Beans gesehen hatte, wie die das gespielt haben, das sah so saugeil aus, da habe ich mir gedacht, okay, das könnte mal wieder was sein, was mir gefällt von diesen, ich sag mal, diese Large Area Shooter und so, und habe mir diese Beta mal runtergeladen, da sind drei Knöpfe, links ist so ein Large Area, also quasi so ein riesiges Kriegsgebiet, in dem man gedroppt wird und das habe ich eigentlich immer nur gespielt, die anderen Sachen nicht, vielleicht kannst du... kannst ja auch bloß das eine in der Beta spielen. Ah, okay. Ja, da stand irgendwas mit Squad, da dachte ich, es muss jemand mit dabei sein im Squad oder so, dachte ich. Nee, okay. Du kommst automatisch rein. Okay, na, nee, dann passt ja. Ist ja süß. Und die Gegend ist so irgendwie so französisch-Guayana gefühlt, so also mit so einem Raketenstartzentrum von der ESA und da sind natürlich die Russen gegen die Amerikaner, waren es bei mir immer. Ja, natürlich, ja, das sind die Russen gegen die Amis, ja. Man wird irgendwie random einer Gruppe zugewiesen, also die einen müssen versuchen, das Gebiet zu erobern und die anderen müssen versuchen, das Gebiet auch zu erobern, ja, damit jeder die ganzen wichtigen Punkte unter seiner Kontrolle hat und man wird da. Ein Klassiker, ne? Ja, man wird da irgendwo, ja gut, gibt ja andere Klassiker, gibt ja so Deathmatch und Capture the Flag und sowas. Und das ist halt hier so ein, wo man Gebiete besetzt, ne? Wie ist das bei dem anderen Spiel, wo man irgendwo so ein Ding aktivieren musste, wenn man es hat? Ja, weiß gar nicht mehr. Naja, jedenfalls macht schon erstaunlich viel Spaß. Hätte ich nicht gedacht. Also es passiert ja ständig was. Es ist wirklich so wie ein Riese. Man hört Schüsse aus der Ferne, aus der Nähe. Und ich habe hier so ein gutes Headset, was ich für solche Spiele nehme, was auch so Raumklang hat, wo du wirklich genau hörst, ah, hinten rechts kommt einer und so. Und oh, das war der Hammer, ey. Hat es dir auch so einen Spaß gemacht? Ja gut, du bist eher so Tarkov, eher das so ist nein. Sneak und dann Bang das, oder so. Ne? Nein, Tarkov ist nicht Sneak, sondern es ist einfach, es war für mich mal wieder schön zu sehen, dass Tarkov einfach ein Hardcore-Shooter ist und Battlefield halt nicht. Battlefield hat wirklich mehr diesen Arcade-Charme. Und das ist auch okay. Ich habe halt die Krise bekommen. Ja, aber ich habe teilweise echt die Krise bekommen mit. Also, die Grafik ist Bombe. Das Gameplay ist super flüssig. Das ist sehr cool. Was mich gestört hat jetzt in der Beta ist, ich habe bei einem Spieler habe ich mit der Waffe habe ich 7-8 Mal in den Kopf geschossen, dann ist er erst umgefallen. Beim nächsten habe ich 7-8 Mal auf die Brust geschossen und er ist umgefallen. Das heißt, der Kopf hat genauso viele Hitpoints wie der Oberkörper. Ich denke nicht. Und ist eine Beta. Auch ja, ist eine Beta. Und auch von wo du überall runterhüpfen kannst, ohne dass du dir was brichst oder ohne dass was passiert, fand ich auch schon ein bisschen befremdlich. Das kenne ich halt jetzt gerade nicht mehr so, weil ich ja voll in Tarkov drin bin. Aber deswegen sage ich, als Arcade-Game mit so geiler Grafik, wo man auch mal richtig sinnlos reinballern kann und sich nicht groß Sorgen machen muss um, oh Gott, mein Gear ist weg oder scheiße, wie rüste ich ihn jetzt als nächstes aus und du hast ja alles vorgegeben. Und Waffen modden während dem Spiel fand ich auch ein bisschen anstrengend. Das fand ich auch ein bisschen befremdlich, weil das macht man eigentlich vor der Runde. Weil ich hing dann dran so, scheiße, wo ist mein Visier, bis ich dann gerafft habe, okay, auf T drücken, dann kann ich da noch mehr dingsen. Dann hatte ich das Visier. Also das war, es ist
es ist schon fun. Ich habe es vorbestellt auch. Also es wird bei mir auf jeden Fall auch auf der Platte sein. Aber es wird jetzt, wenn ich jetzt ein Streamer wäre, würde ich sagen, es wird nicht mein Main-Game. Ich glaube, da bleibe ich erstmal noch ein bisschen bei Tarkov, auch wenn sich da aktuell nicht so viel tut. Trotzdem, es macht Spaß, es ist cool. Zum mal reinschauen kann ich es echt auch nochmal empfehlen, sich die Beta mal reinzuzocken, wenn man so auf solche Spiele spielt. Und was ich extrem wichtig finde, es hat jetzt schon ein bisschen den Charme der alten Battlefield-Reihen, die ich sehr, sehr mochte. Und definitiv, ja. Das ist gut. Ich muss sagen, ich kenne so eine ganze Phase von Battlefield-Spielen, kenne ich gar nicht. Die habe ich einfach ignoriert irgendwie. Ich kenne auch nur die ganz alten. Und das hat mich auch sehr dran erinnert. Ich mochte das sehr, einfach so reintroppen, ein bisschen rumrennen, ballern und so. Ja, genau. Ich hab tatsächlich, was bei mir natürlich für ein kleines Hoch gesorgt hat, ich habe wirklich, nachdem ich gedroppt war, bin ich irgendwie sinnlos durch die Gegend. Ich wusste nicht, wo ich hin. Und dann habe ich wirklich tatsächlich den ersten Kill gemacht, sofort irgendwie völlig als Ahnungsloser hier. Und das hat bei mir echt nochmal für einen kleinen Kick gesorgt, wo ich dachte, oh, okay, ich bin gut. Ich habe was gefunden, wo ich gut bin. Ich bin so gut. Ja, genau. Oh. I am the master. Nee, macht Spaß. Also man kann es auch, wenn ihr die Sendung jetzt hört, ich werde ja nachher releasen, dann habt ihr noch ein paar Stunden Zeit. Bis Ende zum Sonntag könnt ihr die noch testen, die Battlefield 2042, die Beta. Und dann, kommt da mal rein. Ich habe jetzt auch, muss mal gucken, man kann auch Leute irgendwie adden oder so, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Ich habe versucht, dich zu adden, aber da kam nie was zurück. Vielleicht hat das auch andere Gründe, ich weiß es nicht. Ich habe nicht mal irgendwie was, das hat andere Gründe auch, aber ich habe nie was von diesem Ding, du hast mir das geschrieben, aber bei mir kam nie was an. So, okay. Komisch, naja. Also, Battlefield. Ist eine Beta. Ich möchte ganz kurz sagen, Tarkov ist auch eine Beta. Ja, aber eine Beta, an der schon lange, lange gut gefeilt wird. Und wie war das? Tarkov ist seit 5 Jahren eine Beta. Riesige Community. So, und jetzt hat die Kate genug Zeit gehabt, sich ein Rätsel rauszusuchen. Gehen wir mal in die Rätselecke rüber. Rätselecke. Ja, in dem Moment, wo du das sagst, fällt mir ein, hast möglicherweise. Noch keins. Ach nee. Doch, ich habe eigentlich eins. Ich hätte sogar noch einen Ausweichfilm, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob der mein Prime-Film, den ich jetzt sagen wollte, mit dem ich euch jetzt rätseln wollte, ob der Chris den überhaupt schon mal gesehen hat. Ja, das kann ja jetzt kein Kriterium sein, ob der Chris das gesehen hat. Wenn er es nicht gesehen hat, hat er Pech gehabt. Ja, jetzt mache ich. Also ich wollte mal. Das heißt nicht so, dass der Erik hier einen Vorteil für sich sieht. Dirty Dancing. Also ich wollte zum Oldschool zurückgehen und Namen vorlesen von Schauspielern, die in dem Film mitgespielt haben. Vom Unbekannt zu Bekannt nach oben. Und ihr sollt rausfinden, welcher Film das ist. Aber ich weiß, wie gesagt, nicht mal, ob der Chris den Film gesehen hat. Aber es ist ein unfassbar toller Film. Be my baby. Ich bin mir sicher. So, ich fange mal an. Jonathan Aris. Enzo Chilenti. Eddie Coe. Shu Chen. Jetzt kommen die Bekannteren. Nick Mohammed. Natürlich, wer kennt ihn nicht? Den kennst du, das ist nämlich Nate. Ja. Witzigerweise. Donald Glover. Mackenzie Davis. Benedict Wong. Oh. Den Namen kann ich nicht aussprechen. Chivet. Eofo? Territorium. Genau, der. Das ist Black Panther. Also wenn du es jetzt noch nicht hast, Erik, weiß ich auch nicht. Nee, Axel nicht Black Panther. Henny. Sebastian Stan. Ich bin gleich am Ende. Kate Mara. Hier Fantastic Four. Nein. Verdammt. Sean Bean. Hat er Ringe? Nein. Michael Pena. Michael Pena. Ant-Man. Nein. Nee, hast du ja gesehen. Jetzt kommen nur noch vier Namen. Jeff Daniels. Immer noch nicht? Kirsten Wick.
fallen immer nur laute Serien ein mit den Personen. Jessica Chastain. Zero Dark Thirty. Nee. Nein. Ein Name kommt noch. Matt Damon. Matt Damon. Komm schon. Matt Damon. Matt Damon. Uff, sag ich mal. Matt Damon. Wie ist dieser, also ich lese nochmal. Wie ist denn dieser Oscar-nominierte Football-Film da in Südafrika oder so? Kristen Wiig. Jeff Daniels. Michael. Interstellar. Nein. In die Richtung geht's. Sean Bean. In die Richtung geht's. Kate, also es ist ein Space-Film, Menschenskinder. Kate Mara. Der Marsianer. Warte. Ach so. Eric Katz. Der Marsianer. Der Marsianer. Oh, den hat der Chris sagen. Nicht gesehen. Schande über dich. Ich glaube nicht, dass natürlich habe ich den gesehen. Hast du den Marsianer gesehen, Chris? Schon dreimal oder so. Hängt noch eine Null dran, dann weißt du. Ich war jetzt völlig. Du hast gesagt, es geht um was Älteres, wo du nicht weißt, ob der Chris das gesehen hat. Jetzt war ich irgendwie so im Schwarz-Weiß-Bereich. Ich habe nicht gesagt, dass das ein älterer Film ist. Ich habe gesagt, dass das ein Film ist, wo dann, ich weiß. Ja, dann habe ich das falsch verstanden. Ich bin einfach auf die falsche Fährte gelockt hier. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ey, irgendwelche alten Filme da, wo der Chris nicht gesehen hat. Der ist von 2015. Ja, nee, du hast aber am Anfang irgendwas erzählt mit irgendwas Älteres und wo du nicht weißt, ob der Chris das gesehen hat. Oh, ich habe gesagt, ich komme mal zu unserem ursprünglichen Rätsel zurück. Das meinst du vielleicht mit älter? Ja, weiß nicht, irgendwie. Ja, irgendwie habe ich überlegt, aber. Okay. Egal. Ja. Toll. Ja, somit hat er Erik gewonnen. Hey, sehr ja, gut. Toll, Erik. Glückwunsch sehr gut, auch. Sehr gut. Das war jetzt ein bisschen einfach, hier meinen Lieblingsfilm oder zu nehmen. Da. Ah ja. Deswegen hast du es auch sie noch nicht. Sie muss alles vorlesen bis zum Ende. Das war viel zu einfach. Ich hab die ganze Zeit überlegt, so, hä, das kann doch nicht sein. Und dann kam auf einmal mit Damon, da hab ich gedacht, hä? Ist das gut, ey? Was älterer ist denn hier Film? Heute los? Da war ich irgendwie so bei Good Will Hunting oder sowas. Kann ja sein, dass die da, weißt du, irgendwie war am Anfang was mit Ältere. Ich mache was Älteres heute oder so. Okay. Ja, jetzt, wenn die Sendung vorbei ist, gehst du nochmal zu dem Punkt zum Filmrätsel. Werde ich machen. Und hörst du nochmal an, was ich gesagt habe. Das werde ich hier. Ich habe nicht gesagt, dass ich einen älteren Film vorstelle. Das werde ich hier nochmal einspielen. So. So, jetzt haben wir es alle gehört. Okay, nee, sehr schön. Ist halt so schlecht. Na, wunderbar. Okay, dann vielleicht wird es mit der Musik besser, die wir heute ausgesucht haben. Music. Ich weiß, wo ein Chris seinen Tipp herkommt. Ja, wo kommt er her? Aus dem Film, den wir an der Sneak hatten. Aus dem Film, es ist nur eine Phase, Hase, habe ich den schönen Song Wonderful Life von der Band Black. Oh, Band oder Sänger? Niederländische Band, ne? Band, ne? Black. One Hit Wonder. Egal, ist trotzdem ein toller Song. Ja, klar, war super. Ich nehme von der Band Maneskin, I Wanna Be Your Slave. Oh, Sadomaso-Song hier. Wie von Ärzten hier. Ich mag den Song, der ist irgendwie geil. Von den Ärzten, irgendwie lass mich dein Sklave sein. ich nehme auf MTV, war letztes Wochenende irgendwie so One-Hit-Wonder von den letzten zwei Jahrzehnten oder so. Und da kam von drei Jahrzehnten kam von Eros del Silencio Entre Dos Tierras. Und kann ich mich erinnern, dass ich den damals ziemlich abgefeiert habe, den Song. Ich hatte sogar die komplette CD. Und zwar wirklich nur fast der einzig gute Song auf der CD. Das stimmt auch. ich habe versucht, mir die anderen schön zu hören. Es hat bei mir nicht geklappt, aber ja. Also, das packe ich auf die Playlist. Wer es nicht kennt, gab es auch später mal einen Techno-Remix. Da haben sie ein bisschen was abgesampelt gehabt von dem Anfang von. Nee. Von Robotniko mit Backtired hieß der. Da haben sie den Anfang gesampelt. Es ist nichts guter. Scooter hat übrigens mitgespielt bei Falls du eine Phase hast. Weißt du überhaupt, wie der Song heißt, den du gerade nachgemacht hast? Nein. Scooter, der heißt Maria. Maria, doch. Ja, like und der ist aber auch nicht im Original von, der ist auch nicht Original von Scooter. Nein. Der ist von dem, scheiße, wie hieß er? Von Mark irgendwas. Warte, ich find's gleich raus, weil das ist auch nicht das Original. Okay. Also, die haben das auch
Weil da gibt es eine Version, wo mit reinschreibt. Hier, Mark Arcady Payne. Okay. Der von Mark Arcady Payne hat nämlich original diesen Dinger gemacht. So sieht es nämlich aus. Aha. So. Aha. Und der, aha. Und der, aha. Der erste Song von Scooter, wie ist der, ne? Hyper, Hyper? Nein, gab vorher noch einen. Den findet ihr raus, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal. Das war's erstmal für heute. Vielen Dank euch beiden. Tschüss. Tschüss. Bis bald im Kinocast.